ist schön. Den Schlafanzug. So, Schlafanzug und der ist eigentlich süß. In der Größe und mit so einem Pferd drauf. Fast so, so blau und so, so wuschelig. Ein schöner Stoff. Ja. So ich mir aus. So ein anderer, aber das komische Stoff. Wird nicht so wärmen war, das ist natürlich ein bisschen doof. Also, DM. DM. Mal gucken. Seriös. Braun. Mal gucken. Gibt's auch so welche, die weiß sind? So welche sind cool. Diese Süßen, die ich mal gesehen habe. So viele mal gesehen habe. Es sind 12:35 wünsche ich mir das da. Das ist mir mit den kleinen Saugern. So, ich bin wieder zu Hause. Wenn ihr gesehen habt, ich war einkaufen mit, also nicht alleine, sondern mit fast meiner ganzen Familie war ich einkaufen und ja. Und wenn man gesehen habt, ich war auch im C&A und boah, das ist viel für mich. Und ja, ich habe auch noch anderes, zum Beispiel für meine Bruder auch noch, aber das ist jetzt so meine Tüte, denke ich. Und ja, das ist richtig viel und so. Auch so eine schöne Jacke und so. Haben mich schon viele bestimmt zum Giftgrün, wie meine Oma gesagt hat. Und sowas dann eben. Diesen Mantel oder so. Und ja, jetzt, so eine Jacke habe ich jetzt auch. Und noch viele andere Sachen habe ich hier gefunden. Habe ich in C&A gefunden. Und ja, jetzt habe ich auch noch Sachen für Lia gekauft. Also vorher, da wo ich in der Stadt war. Ja, das ist in diesem Beutel, was die Sachen für Lia sind. Und die zeige ich euch dann noch anschließend.
bei diesem Video. Und jo. Also das sind die Sachen von Humana, die, was ich mir dort gekauft habe. Man hat ja gesehen, also ich war dann so in Humana, habe ich ja auch gefilmt. Ja. So. Also, ich mache jetzt mal was raus. Also, jetzt das muss ich noch was dazu erzählen. Nämlich, da waren so Mützen und da habe ich nämlich endlich so eine schöne, süße Babymütze gefunden. Das zeige ich jetzt eben, die Sachen, was ich dort gefunden habe, wo diese Mützen und sogar gibt. Und das ist hier so eine pinke Mütze. Hier so eine Übergangsmütze. Soll ich ihn tragen? Und ich hoffe, es passt leer, weil ich habe auch gemerkt, es ist irgendwie so groß. Aber ich meine eben zu Hause. Und es hat hier so Bändel. Und dann, ja, es ist so eine Mütze, habe ich gekauft. Das hier steht 1,45. Das hat 1,45 gekostet. Und das hier, das ist so ein Stirnband. So, da sieht man hier also über die Ohren ziehen und oh, süß sieht das bei mir aus. Süß. Die schöne süße Maus. Oh ja, da kann man das dann so rüberziehen und zeige ich jetzt mal. Komm mal her, hier. Hier, komm mal hier. Also, das ist das Band so. Das ist so blau. Ja, und das Licht ist wieder mal komisch, finde ich. Mit Tageslicht wäre es ja vielleicht besser, wenn ich mit Lampe machen würde. Aber jetzt mir die Ohren eben gezogen und ja, sieht es ein bisschen nach Waschform aus, aber ist ganz süß. Ja, da ist das eben vorne und ja. Das war's da zu den beiden Kopfbedeckungen sozusagen. Und ja, tschüss. Und ja, eben beim Vorbeifahren mit der Straßenbahn habe ich eben dieses, also da steht ja ein Humana drüber, und habe ich gesehen, dass es da auch noch was gibt, weil wir waren in so einem Kino, da waren meine Brüder mit, die waren ja wirklich das erste Mal im Kino. Naja, irgendwann ist ja immer das erste Mal, ne Leute, wie zum Beispiel, wie ich mal das erste Mal im Vollmarkt war und so. Und ja, da waren meine Brüder, zwei kleine Brüder. Ich habe drei Brüder und da waren meine zwei kleineren Brüder zum ersten Mal im Kino und da war ich mit. Auch mit meiner Mama und ja, da haben wir Ups, die Arsche ist weggeguckt. Der Film ist ganz gut, aber ich fand ihn zu kurz. Also ja, ich fand ihn zu kurz. Ich mag eher längere Filme und werde ich mal die anziehen oder ja. So, und dann mache ich das eben so. Ups. So. Zumachen. Oh ja, und hoffentlich gehe ich zu einem anderen Humana, was ich gesehen habe. Wo ich vorbeigefahren bin, habe ich den gesehen, den anderen Humana gibt. Und ja, hoffentlich gehe ich da hin. Und guck nach Babysachen. Ich habe hoffentlich auch Babysachen und vielleicht auch andere. Und ja, mal sehen. Ich weiß selbst noch nicht, wie das dort ist, aber ja. Bis zum nächsten Mal. Und so steht ihr das eben. Ich zeig's mal im ganzen Look. Die süße Maus mit ihren schönen Wimpern. Ja, sie hat auch Wimpern. Sieht man hier? Wimpern. Da. Und da hat sie Wimpern. Ja. Ah, das sieht so süß aus. Ja. Tschüss.